Fröhliche Weihnacht überall, insane hat einen Knall. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Das war verdammt schwul. Wir spielen heute ein Frei für alle auf der Map Seatown. Seatown ist meine Lieblingsmap und ich spiele hier den Specialist, ja, den Specialist, den Elitekrieger. Ich habe manchmal das Gefühl, nein, Elitekrieger, nicht Commanderkrieger. Ich habe manchmal das Gefühl, dass der Specialist echt verdammt Wumms hinter hat. Deswegen benutze ich den mittlerweile schon echt lieber als jegliche Apfelsilien. Ich rocke diese Runde 30 zu 5, um euch gleich mal die Spannung zu nehmen. Und das sieht man also, weiß ich nicht, das hätte ich auch zwar auch mit Abschlussserien wahrscheinlich ein bisschen schneller hinbekommen, aber Specialist bockt einfach unendlich, ey. Und ja, ne, so viel dazu. MP5, muss ich sagen, hat mich echt doch jetzt zum Ende hin echt überzeugt. Also ich habe gedacht, oh, na, weiß nicht, ist an sich nicht so meine Waffe. Ich versuche aber, wie gesagt, in meinem Gameplay immer eine andere Waffe zu nehmen, damit ich euch nicht langweile mit denselben ständigen gleichen, jetzt habe ich ein bisschen was versprochen, mit den ständig gleichen Waffen, aber ja, ne, mal gucken, was bei rumkommt. Ich habe noch ein, zwei gute Waffen im Petto und jetzt kommt leider die traurige Nachricht, dieses Jahr kommt kein Call of Duty Video mehr. Ihr müsst euch also bis Anfang nächsten Jahres gedulden. Nächstes Jahr ist ja schon in 6-7 Tagen. Und ja, nee, war natürlich nur Spaß. Dennoch werden weniger Call of Duty Videos folgen, ganz einfach, weil Call of Duty fuckt mich nur noch ab. Ich habe keinen Bock mehr auf Call of Duty, weil ich krieg da nur noch Ausraster. Es würde mich nicht wundern, wenn ich mit ca. 30 Jahren schon Herzprobleme kriege, ja, oder Bluthochdruckprobleme, weil so wie ich in diesem Scheiß-Game ausraste, das geht gar nicht mehr. Ich möchte gar nicht jetzt flamen, einzelne Dinge. Ich will einfach nur sagen, dass ich mir demnächst noch Battlefield 3 holen werde. Habe ich ja schon gesagt, aber Anfang nächsten Jahres ist es dann soweit. Ich habe damit extra gewartet, weil ich mir gedacht habe, wenn ich mir gleich beide Games hole, dann ist das so ein Zwiespalt zwischen beiden Games. Welches Spiel ist, welches spiele ich und so. Und deswegen habe ich mir erstmal noch kein Battlefield geholt. Es wird jetzt die Tage noch ein Battlefield Bad Company 2 Video folgen. Das habe ich ja schon. Und das könnt ihr euch dann auf der Zunge zergehen lassen. Aber wie gesagt, Call of Duty wird definitiv weniger werden. Also da werde ich mal gucken, dass ich noch, ne, zwar noch alle 7 Tage mal eins rauskloppe, aber also, das kann ich euch nicht versprechen, weil da bin ich momentan echt nur noch am Ausrasten. Ja, dann fragen mich meine mittlerweile 703 Abonnenten, da sage ich ja schon mal wieder Danke, meine mittlerweile 703 Abonnenten fragen mich andauernd, also davon fragen mich ein paar Abonnenten, wann kommt denn das nächste Arrivals-Video? Und dann muss ich euch sagen, das ist so meine Arrivals-Videos sind so ein bisschen, um mich jetzt mal selber in höchsten Tönen zu loben, ja, sind so ein bisschen wie guter Wein, ja. Wein wird von irgendwelchen ekelhaften Leuten mit ekelhaften Füßen zusammengematscht, ja, also diese Weintrauben werden ausgetreten. Meine Videos werden von mir gemacht, ja, und dann muss dieser Wein, so wie der in der Flasche ist und so weiter und so fort, reifen, weil guter Wein, der braucht seine Zeit, ja. Und so ist das mit meinen Videos auch. Ich kann euch nicht jeden Tag ein Video rauskloppen, das wäre dann so ein billiger Tetra-Wein, wie bei Aldi an der Kasse, den nur Assis saufen ohne Zähne, ja. Und da ihr ja keine Assis ohne Zähne seid und ihr auch keinen Tetra-Wein sauft, von daher müsst ihr euch ein wenig gedulden mit den Arrivals-Videos. Also das tut mir leid. Das nächste, das wird noch dauern. Da bin ich momentan am Leveln und ich bin noch Leader und ich bin Level-Leader und so weiter und so fort. Deswegen, also das wird definitiv noch dauern. Da müsst ihr euch leider gedulden. Mich würde mal interessieren und ich bitte euch jetzt einfach, wer sich das gerade anhört, bitte schreibt mir einfach mal alle einen Kommentar. Einfach irgendeinen Scheiß. Es freut mich nämlich immer, wenn ich Kommentare sehe. Und es ärgert mich manchmal, also da bin ich ehrlich, es ärgert mich, wenn ich sehe, ich habe 700 Abonnenten. Mein Arrivals-Video wurde 2000 Mal gesehen. So, meine Call of Duty Commentaries werden ca. 200-300 Mal gesehen mit 10 Kommentaren. Mein Arrivals-Video hat 2000 Aufrufe und hat 80 Kommentare. Da verstehe ich immer nicht, wie das hinhaut. Also da würde ich euch doch bitten, dass ihr mal alle einen Kommentar schreibt, damit ich auch mal sehe, wie viele von meinen Abonnenten tatsächlich dieses Video auch sehen. Weil manchmal frage ich mich wirklich, das war gerade eine... Manchmal frage ich mich wirklich, ob ich so viele Abo-Leichen da drin habe, weil 700 Abonnenten, das steigt. Ich sehe auch immer, oh, hier hat jemand was geschrieben, ich habe dich neu abonniert, bla 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 bla. Freue ich mich tierisch, weil ich kriege bei jedem Abonnenten, Kommentar kriege ich eine E-Mail. Normalerweise bin ich auch wirklich jemand, der immer sofort auf die E-Mail, auf die Kommentare antwortet. Momentan geht das nicht so gut, aber das wird auch wieder besser. Und da freue ich mich immer tierisch drüber. Also denkt nicht, dass ihr die Kommentare nur, was weiß ich, dass ich mich da nicht drüber freuen würde oder so, weil ich meine, ne, ich habe durchschnittlich 20 Kommentare und ich freue mich. Und wenn ihr Fehler entdeckt oder wenn ihr euch über meine Redeart schlapplacht oder na, dann finde ich das halt gut, weil das macht ja mir auch den Reiz aus, für mich den Reiz aus, macht für mich den Reiz aus, halt so eine Commentaries weiterhin genauso mit so viel mittlerweile ja schon Qualität zu gestalten. Ich meine, ich habe mich ja, wenn ich mir das angucke, allgemein schon ein bisschen verbessert, ein bisschen, ja, mittlerweile fehlen diese ganzen schwarzen kleinen Aussetzer da.
Das Endbild ist ja nun wirklich jetzt gut geworden, muss man sagen. Da auch nochmal danke an Desmeria, Hawkwing, Aquitas, wie auch immer du dich in diesen ganzen Spielen genannt hast. Danke nochmal, dass du mir andauernd die Bilder machst, weil er ist auch so ein Mensch, der, den laber ich immer zu. Und dann sage ich, bitte mach mir doch mal, bitte mach mir doch mal. Und es ist ja nun wirklich was Gutes geworden. Und ja, ich würde sagen, Leute, habt eine besinnliche Weihnachtszeit. Genießt die Zeit mit eurer Familie, falls ihr eine habt. Und ja, esst gut. Bei mir gibt's heute, was gibt's denn heute bei mir? Was gibt's denn heute bei uns? Ja, irgendeinen komischen Braten mit Knödeln. Morgen gibt's Rouladen, übermorgen gibt's Raclette. Alter Schwede, die Weihnachtszeit fickt einen tierisch weg, ne? Ist heftig, Alter. Ja, wie gesagt, genießt die Weihnachtszeit, habt Spaß. Das waren 30 zu 5. Ich bin damit raus. Ich wünsche euch, wie gesagt, frohe Weihnachten. Ho, 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 lasst euch reich geschenken und fuck, Alter, lasst euch reich geschenken, ne? So, damit war's das. Das werde ich jetzt nicht nochmal neu aufnehmen. Tschüss.